Florian. Ich bin René. Ich bin Giuseppe. Ich bin der Jonas. Hier in der WG essen wir fast ausschließlich vegetarisch. Wir kochen nicht nach Gefühl, wir kochen mit Gefühl. Mamma mia! So, hi zusammen. Hi. Wir zeigen euch heute, wie man eine vegetarische Bolognese macht. Fängst du schon mal an mit Zwiebeln schneiden? Ich würde sagen, zuerst das Wasser. Okay, gut, dann schneide ich schon mal die Zwiebel. Das ist das Schöne an einem Induktionsherd, dass eigentlich das Wasser sehr schnell anfängt zu kochen. Induktionsherde funktionieren ja so, dass hier eine Spule drin ist und da entstehen halt sehr starke Felder. Kann ich da dann mein Handy drauf aufladen? Ja, ich habe jetzt hier Olivenöl. Das schmeckt uns eigentlich immer ziemlich gut. Okay, René, die Möhren sind gleich fertig. Wie sollen wir die schneiden? Möglichst klein. Soll ja später dann auch so denselben Biss haben wie Fleisch ungefähr. Boah, ich freue mich schon so, wenn es fertig ist. Es schmeckt immer so gut. Ist auch super günstig und einfach zu machen. Das war nicht so gut durchdacht, dass ich ein weißes T-Shirt anziehe. Nee, aber irgendwie passiert es auch immer, dass man ein weißes T-Shirt anzieht, wenn man irgendwas mit Tomatensauce isst. Ja, komischerweise. Ja, dieses T-Shirt hier war auch mal weiß. Ja, das war ein bisschen eine schlechte Entscheidung. Vielleicht bin ich beim nächsten Mal schlauer. Brät man Kräuter mit an? Ich glaube, Oregano oder Basilikum jetzt nicht. Was sagst du eigentlich zu der Pflanze? Ich sag ja immer Oregano. Nee, das ist falsch. Ich glaube, da müssen wir nochmal Pepe fragen, aber ich habe mal gehört, dass das Oregano heißt. Das spricht man Oregano aus. Ich habe in der WG die Autorität zu entscheiden, was italienisch okay ist und nicht okay ist, aber ich muss da sagen, ich mag auch Ananas auf Pizza. Dann können wir auch schon die Tomaten mit reinwerfen. Ich habe auch von Giuseppe gelernt, dass man Salz essen reinmacht, wenn das Wasser kocht. Da hat er aufgepasst und was bei mir gelernt. Wir haben uns hier für Fusilli entschieden. Fusilli. Fusilli? Fusilli. Ja, mir fehlt dieser italienische. Fusilli, sagt man. So, und währenddessen können wir auch noch Tomatenmark in die Soße machen, dann schmeckt das ja ein bisschen kräftiger nach Tomate. Wir machen da immer so, ja, vielleicht ein guter Esslöffel rein, ein bisschen mehr. Sieht doch schon sehr gut aus. Wie heißt der eigentlich? Braucht noch einen Namen. Der hat noch gar keinen Namen. Ja, die Idee, die Pflanzen zu benennen, das kam so von mir eigentlich. Da saß ich dann mit Giuseppe bei den Tomatenpflanzen. Wir haben die gerade gegossen und dann kam uns so die Idee, den Namen zu geben. Und dann hat es halt angefangen mit Tomata, Tomate, Tomato, Tomatu. Was hältst du denn von Bibi Basilikum? Bibi Basilikum? Oh, weißt du, was uns eigentlich noch fehlt? Das ist ein vernünftiger Korkenzieher. Dann müssen wir das einfach mit dem Taschenmesser machen. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist ein Wein mit einem Drehverschluss. Verdammt. Sehr gut. Den gibt es beim Aldi, der ist auch ziemlich günstig. Der kostet irgendwie 2 Euro die Flasche und macht dann immer so einen guten Schluck. Okay, dann mache ich jetzt noch den Oregano rein. Stimmt, den hätten wir fast vergessen. Verzeihung, Oregano. Oregano. Sehr schön, das haben sie richtig ausgesprochen. Bisschen Salz. Das nur nicht zu viel reinmachen, das ist mir beim letzten Mal mit Giuseppe passiert. Oh. Pfeffer noch. Das sieht auch schon gut aus. Ach, meine Brille beschlägt immer. Auch wieder was ich von Giuseppe gelernt habe. Man darf Nudeln nicht abschrecken, sonst verlieren die ihre ganze Stärke und können nicht mehr die Soße so gut aufnehmen. Niemals abschrecken. Also das schreckt mich schon richtig ab. Dann hat man am Ende keine Spaghetti mit Soße, sondern Soße mit Spaghetti. Ja, Nudeln abschrecken habe ich noch nie von gehört. Fange ich auch nicht an mit. Braucht man nicht. So. Das sieht lecker aus. Oh, das riecht aber noch so gut nach Rotwein. Ja. Der Wein ist echt so die Geheimzutat. Und dann Basilikum noch drauf. So, das sieht doch mega lecker aus. Gabel oder Löffel? Löffel. Du mal mit deinen Löffeln. Es ist viel praktischer, man kann einfach mit dem Löffel viel effizienter schaufeln, ist gut. Prost. Prost. Und viel Spaß beim Nachkochen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Variante ihr ausprobiert habt. Und natürlich, ob es euch geschmeckt hat. Du ziehst dich jetzt erstmal noch um. Ja, du, ich glaube, das lohnt sich gar nicht mehr. Das T-Shirt ist eh schon dreckig. Aber du weißt, die Tomatenflecken gehen nicht so leicht wieder raus. Ja, stimmt, hast recht. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.